Blicken wir jetzt auf die Situation und auf die diplomatischen Beziehungen zwischen den USA und zwischen China. Nun ist dieser umstrittene Ballon vom Himmel geholt worden. Warum herrscht hier so eine große Aufregung? Also das Ganze ist natürlich eine Provokation in meinen Augen. China spielt die Muskeln auf und will im Wettstreit um die militärisch-strategische Vormachtstellung gegenüber den USA punkten. Allerdings muss man sich fragen, ob man ausgerechnet mit so etwas punkten. Mir schaut es eher aus, als ob sie beiden vorgeführt hätten. Sollte sich herausstellen, dass dieser Ballon wirklich eher ein harmloser Wetteraufklärungsballon gewesen sein sollte, man wird ja sehen, wenn man die Teile aus dem Wasser fischt, dann ist das auf Kanonen, auf Spatzen schießen. Es ist der Zeitpunkt dieses Balloneintritts ist aber ein interessanter. Man hat kurz vor dem Besuch von Außenminister Blinken in Peking diese Geschichte gemacht, damit man ihn boykottiert. Auch der Biden hat daraufhin den Besuch abgesagt. Dazu kommt, dass im Frühjahr Xi Jinping Moskau und Putin besuchen wird, also die russisch-chinesische Achse, sehr wichtig auch im Ukraine-Konflikt, damit deutlich noch einmal demonstrativ gestärkt wird. Und allerletzt hat ein Luftwaffengeneral, der Mike Minihan, den Krieg zwischen China und den USA über Taiwan für das Jahr 2025 vorausgesagt. Was steckt denn jetzt konkret dahinter? Warum machen die Chinesen hier solche Aktionen? Ja. Warum wird hier spioniert, unter Anführungszeichen? Ja. Was wollen sie damit bezwecken? Zunächst einmal, warum das Jahr 2025? Ja? Jeder ist fixiert auf dieses Jahr. Das hat damit zu tun, dass im Jahr 2026 die Volksbefreiungsarmee Chinas ihr 100. Jubiläum begeht und Strategen und politische Wissenschaftler und Berater der amerikanischen Administration gehen davon aus, dass sich bis dahin der Konflikt um Taiwan drastisch zuspitzen könnte. Außerdem haben die Chinesen im Sommer nach dem unglücklichen Besuch der Sprecherin des Repräsentantenhauses, sie ist ja mittlerweile von einem Republikaner abgelöst worden, Madame Pelosi, haben die Chinesen ganz demonstrativ ein Militärmanöver rund um Taiwan, eine große Insel, ja, durchgeführt mit allen Waffengattungen und haben quasi die Generalprobe einer Invasion Taiwans hier vor Augen geführt, aller Welt. Nun kann man sich überlegen, ist das wirklich ernst gemeint? Was bedeutet das in der Realität? Und das Interessante ist, dass das Center for Strategic and International Studies, CISS, vor kurzem zu öffentlich bekannt gemacht hat, man kann es auch sehen in YouTube-Kanälen und so weiter, dass 24 Kriegsszenarien durchgespielt wurden von diesem an sich als unabhängig geltenden Institut in Washington. Was würde eine amphibische Landung Chinas in Taiwan bedeuten? Es würde bedeuten, mal erstens, dass die Taiwanesen nur 2 Wochen durchhalten können. Dann müsste Japan und die USA eingreifen. Das heißt, der Konflikt im indopazifischen Raum um Taiwan ist wesentlich brisanter als der Ukraine-Krieg. Das ist Punkt 1. Also dort kann es wirklich zu einer globalen Sofortkonfrontation zwischen Atommächten kommen. Was würde dies aber bedeuten rein konventionell? Und dieses Institut hat 24 Szenarien durchgespielt. Man geht nicht davon aus, dass es sich steigern könnte, dass man nicht gleich mit allem losgeht. Aber Faktum ist, dass bei einem Invasionsversuch, der abgewehrt würde von den USA und von Japan, die mittlerweile stark, Japan rüstet auf, ändert seine Strategie, Philippinen detto, Südkorea detto, Taiwan ebenso. Was würde das bedeuten? Die USA würden in dieser ersten Welle Dutzende von Schiffen verlieren, darunter Flugzeugträger, hunderte Flugzeuge, tausende von Menschen würden draufgehen. Auch Taiwans Militär würde dramatische Verluste erleiden und ebenso würde seine Wirtschaft auf Jahrzehnte am Boden zerstört werden. Auch China würde Zehntausende Soldaten verlieren, 155 Kampfflugzeuge, 138 Schiffe. So, das Interessante ist, dass diese Planspiele natürlich die Chinesen auch kennen und selbst welche machen werden. Warum veröffentlicht man das? Weil
Man sagt, und das war auch der Sukkus dieser Studie, so ein Krieg würde unter der Atomschwelle derartig horrende Opfer kosten an Mensch und Material, dass man sich 100-mal überlegen würde, sich auf so, auch China, sich auf so ein Abenteuer einzulassen. Man muss China aber abschrecken, und zwar konventionell. Und das tun die Amerikaner jetzt, indem sie ihre Stützpunkte in Guam verstärken, auf den Philippinen verstärken, indem sie Südkorea ausstatten mit Tatraketen, indem Japan schwer aufrüstet und sich von seiner bisherigen Defensivstrategie verabschiedet hat. Also, die Abschreckung muss funktionieren auf konventionellem Gebiet. Und ich sehe also auch das, was ein wenig skurril wirkt, das Ballonabenteuer ist ein kleiner Nadelstich, aber nicht mehr. Was braucht es denn jetzt, um hier die Beziehungen zwischen USA und China wieder auf Vordermann zu bringen? Das heißt, dass man wieder an den Verhandlungstisch zurückkehrt. Also die Chinesen verfolgen eine ambivalente Strategie. Ja? Auf der einen Seite sind sie sicher klug genug, um zu wissen, auf was sie sich einlassen würden. Also schon allein die Russen müssen hohe Verluste in der Ukraine erleiden. Es wäre kein Vergleich zu den Verlusten, die China erleiden müsste, wenn es Taiwan invadieren würde. Man muss sich nur vor Augen halten, eine amphibische Landeoperation, ja, macht die angreifenden Truppen sehr, sehr angreifbar. Und das Beispiel ist die Landung der Alliierten in der Normandie. Also die Verluste wären gigantisch und noch viel mehr. Und Taiwan würde sich in die Berge zurückziehen. Dort hat es gehärtete Silos für seine F-16-Kampfflugzeuge und würde auf eine Art Partisanenstrategie zurückgreifen. Also das Opfer wäre so groß und die Verlustzahlen müssen so hoch gehalten werden, dass sie konventionell abschrecken, weil das, was dann käme, wäre ein Armageddon, also ein Weltuntergang, der erste definitiv fürchterliche Schritt in einem großen Krieg.